Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu endlich mal wieder einem Update-Video von mir. Und weil ich wieder zurück bin, bedeutet das, dass ich euch wieder regelmäßig die Forum-Posts von Capital Games übersetzen werde. Und Freunde, ihr kennt mich, ich labere nicht lange um den heißen Brei herum, sondern bringe euch die Übersetzung direkt auf den Punkt. Denn ihr wisst ja, Zeit ist Geld und davon haben wir alle viel zu wenig. Wir schauen uns in diesem Video die Kit-Enthüllung von niemand geringerem als Maul an. Und ich habe noch ein zweites Video aufgenommen, da geht es um die Entwicklereinblicke. Die finde ich persönlich auch immer sehr interessant, denn da sagen uns die Entwickler, was sie sich bei dem Käse gedacht haben, den sie fabrizierten. Und dieses Video könnt ihr finden, wenn ihr oben rechts auf das kleine i klickt und dann die Entwicklereinblicke für Maul auswählt, und dann erfahren wir dazu, also zu den Hintergründen, ein kleines bisschen mehr. Hier geht es also um das Kit von Maul, und ich muss mich wirklich daran gewöhnen, nicht Darth Maul zu sagen, denn er ist ja kein Sith mehr. Er gehört dieser Fraktion nicht mehr an, weil er den Darth-Titel abgelegt hat. Dieser Maul ist der, den wir in Clone Wars sehen, als er sich den Thron der Mandalorianer unter den Nagel gerissen hat, und dementsprechend verstärkt er auch die Fraktion der Mandalorianer. Außerdem bringt er einen neuen Debuff mit ins Spiel, mit dem er sich selbst belegt, der heißt Pain. Grob gesagt bedeutet das, dass ihm Pain ermöglicht, eine spezielle Attacke mehrfach hintereinander zu benutzen, und er bekommt mehr Angriffskraft über Zeit, dafür verliert er aber auch Gesundheit über Zeit, solange er mit diesem Debuff belegt ist. Das ist eine sehr interessante Mechanik, die wir uns gleich anschauen werden. Er ist natürlich ein dunkle Seite-Charakter, Angreifer, Anführer, Mandalorianer, ein nicht zugehöriger Machtnutzer und ein unerbitterlicher Angreifer, der seine Pein nutzt, um seine Feinde zu vernichten. Wie das genau aussieht, Freunde, schauen wir uns an nach dem Intro. Um es uns allen etwas einfacher zu machen, habe ich mich dazu entschlossen, nicht nur den englischen Forum-Post zu zeigen, sondern auch den mit Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzten Forum-Post. Und den werde ich euch vorlesen, und falls uns mal irgendwelche Worte ein wenig seltsam vorkommen, habe ich auch die Möglichkeit, jederzeit hier rüber zu schielen und mir dann eben das englische Originalwort anzuschauen, um es besser zu übersetzen. Beispielsweise steht hier Angst, aber es heißt eigentlich Anguish und sollte Pain heißen. Na gut, wir haben die erste Fähigkeit hier von Darth Maul, die heißt Zerstörungsschlag. Und der Text besagt hier, füge dem anvisierten Gegner körperlichen Schaden zu. Wenn dies der erste Angriff ist, den Maul in diesem Zug verwendet, erhält Maul einen Stapel Pain. Maximal 5 Stapel. Und wenn er einen kritischen Treffer erzielt, erhält Maul einen weiteren Stapel Pain. Und Pain bedeutet hier, er leidet zu Beginn seines Zuges Schaden in Höhe von 2% seiner maximalen Gesundheit für jeden Stapel von Pain und erhält bis zum Ende seines Zuges so viel Angriff, also genauso viel Angriff. Das heißt also, wenn Maul 5 Stapel Pain hat, dann verliert er bis zu 10% seiner maximalen Gesundheit, wenn er dran ist, bekommt aber den Schaden, den er genommen hat, als Angriffskraft obendrauf. Sehr mächtig. Dieser Charakter kann durch diesen Schaden nicht besiegt werden, also wenn er am Ende noch eine Gesundheit hat, bleibt er eben an diesem Punkt stehen. Die Animation dieser Fähigkeit sieht dann tatsächlich so aus. Moment, wir machen das Ganze mal hier groß. Zoom mal hier ein bisschen rein. So, ne, das ist hier Basic Ability Crushing Blow. Und ich muss sagen, die sieht wirklich sehr, sehr schön animiert aus und auch richtig wild, wie er draufprügelt. Und gucken wir jetzt mal die nächste Fähigkeit an. Die zweite Fähigkeit von Maul, die wir uns anschauen, ist auch gleichzeitig seine erste Spezialfähigkeit, und die heißt Fervent Rush, beziehungsweise wird hier übersetzt mit Eiferner Rush oder Eiferner Ansturm, hat 3 Runden Abklingzeit und kann gesetert werden. Der Text besagt hier, entferne alle Buffs des anvisierten Gegners, füge allen Feinden körperlichen Schaden zu und füge außerdem 2 Runden lang Angriffskraft runter zu. Dieser Angriff verursacht 5% mehr Schaden für jeden entfernten Buff. Maul erhält 2 Stapel von Angst, maximal 5, beziehungsweise Pain ist das ja eigentlich. Wenn ein Feind durch diesen Angriff besiegt wurde, erhält Maul stattdessen die maximalen Stapel von Pain. Und die Animation dieses Angriffs ist dann diese hier. Finde ich sehr schön, wie er reinspringt und wild um sich schlägt, um dann eben allen Feinden Schaden zuzufügen. Aber nur vom anvisierten Gegner werden eben die Buffs entfernt, was ganz okay ist. Ich meine, Buffs entfernen ist grundsätzlich mächtig, vor allem wenn man dann auch noch Bonusschaden hinzufügt.
Die dritte Fähigkeit von Maul ist seine zweite Spezialfähigkeit und sie heißt Seething Rage bzw. Siedender Zorn und hat 0 Runden Abklingzeit. Die Fähigkeit kann gesetet werden und besagt, füge dem anvisierten Gegner echten Schaden zu und füge 2 Runden lang Buff-Immunität zu. Echter Schaden bedeutet hier, dass die Verteidigung des Gegners komplett umgangen wird, so als wäre sie gar nicht da. Und das funktioniert anders als zum Beispiel nur einen bestimmten Prozentsatz der Verteidigung des Gegners zu ignorieren, denn hier ist definitiv keine Verteidigung des Gegners vorhanden. Wenn Maul 5 Pein hat, erhöhe die Abklingzeit des Zielgegners um 2. Ausgenommen sind Raids-Bosse und galaktische Legenden. Maul verliert ein Stapel Pein und macht einen Bonuszug. Dieser Angriff kann nicht abgewehrt werden. Kurz gesagt bedeutet das, man baut im Prinzip 5 Stapel Pein auf. Und wenn man dann 5 Stapel Pein hat, dann kann man bis zu 5-mal hintereinander Seething Rage auf den Gegner aktivieren. Beim ersten Mal bekommt der Gegner 2 Runden Abklingzeiterhöhung und außerdem 2 Runden lang Buff-Immunität. Man kann es dabei belassen oder sogar bis zu 4 weitere Male diese Fähigkeit aktivieren, weil Maul bekommt ja einen Bonuszug. Ja, jedes Mal, wenn er einen Stapel Pein durch diese Fähigkeit verloren hat, unheimlich mächtig. Es ergibt so viele Kombo-Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn diese Fähigkeit verwendet wird, verursacht sie beim nachfolgenden Anwendung 60% mehr Schaden und erhöht sich um weitere 60% bis Maul während dieses Zuges eine andere Fähigkeit verwendet. Also die Fähigkeit macht auch noch 60% mehr Schaden für jedes Mal, wenn sie hintereinander aktiviert wird. Also Freunde, 5 Pein aufbauen und danach 5-mal Seething Rage, siedender Zorn auf den Gegner und das klatscht. Die Fähigkeit kann nur verwendet werden, wenn Maul Pein hat, ganz klar. Schauen wir uns also mal seine Anführerfähigkeit an. Achso, Moment, wir wollen noch mal ganz kurz hier gucken, wie die aussieht. In groß, das ist dann das Ding hier. Ihr seht, das klatscht ganz gewaltig. Die Anführerfähigkeit von ihm heißt Usurper oder Usurpator, das heißt Thronräuber. Und der Schlusstext hier besagt, mandalorianische Verbündete haben zu Beginn des Kampfes plus 5% maximale Gesundheit für jeden mandalorianischen Verbündeten und plus 25% Angriff. Wenn sich Maul zu Beginn des Gefechts im Anführerslot und nicht im Verbündeten-Slot befindet, erhalten Mandalorianer-Anführer Slot 1, also die sich im Slot 1 befinden, Stapel Mandalore. Und man kann nur maximal 2 Stapel davon haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn Maul Anführer ist. Er ist ja selbst ein Mandalorianer. Und er kämpft gegen ein gegnerisches Team, in dem sich auch ein Mandalorianer auf dem Anführerslot befindet. Dann bekommen beide den Buff Mandalore. Und die können sich den Buff gegenseitig abnehmen, indem sie sich besiegen. Weil ihr wisst ja, Maul hat ja einen Mandalorianer besiegt und hat dadurch den Thron bekommen. Das ist ja diese Duellregel, die Capital Games versucht haben, hier mit einzubauen. Sie bekommen jedenfalls den Stapel Mandalore, bis sie besiegt werden, was nicht kopiert werden kann, zerstreut oder verhindert. Wenn ein Charakter mit Mandalore besiegt wird, erhält der Charakter, der ihn besiegt hat, Mandalore, bis er besiegt wird. Im Kampf kann es nicht mehr als 2 Mandalore-Effekte geben. Mandalorianische Verbündete verursachen 20% mehr Schaden, wenn sie einen Feind mit Mandalore anvisieren. Während es bei verbündeten Charakteren 2 Mandalore-Buffs gibt, verursachen alle mandalorianischen Verbündeten während ihres Zuges 50% mehr Schaden. Die Fähigkeit Mandalore besagt hier, Mandalorianer-Verbündete assistieren für 50% weniger Schaden, immer dann, wenn dieser Charakter eine Fähigkeit während seiner Runde benutzt. Also der Charakter, der einen Mandalore-Buff hat, wenn der angreift, greifen andere mandalorianische Verbündete eben mit an, machen aber 50% weniger Schaden. Und außerdem, zum Start jeder Runde entferne alle Debuffs des gesündesten Mandalorianer-Verbündeten, der Mandalore nicht hat. Und dieser Verbündete kriegt dann Provozieren und 100% Bonusverteidigung bis zum Ende der Runde. Wenn dieser Charakter durch einen Statuseffekt besiegt wird, dann wird Mandalore niemand gegeben. Also das bedeutet im Prinzip, wenn zum Beispiel ein Charakter, der Mandalore hat, durch Schaden über Zeit stirbt, durch Verbrennung, durch Granaten, Thermaldetonatoren, wie auch immer, ne, irgendwelche Statuseffekte, dann verschwindet dieser Buff einfach und wird niemandem gewährt. Maul hat außerdem noch eine einzigartige Fähigkeit und die heißt Gebunden durch Hass. Diese Fähigkeit kann gesetet werden und der Text besagt, Mauls Angriffe sind unvermeidlich und er hat plus 15% Angriff. Zu Beginn des Kampfes erhält Maul Raserei und Vergeltung für 2 Runden und 3 Stapel Pein. Also er beginnt sofort mit 3 Stapeln von 5.
Wenn es einen feindlichen Kenobi gibt, erhält Maul stattdessen sogar schon direkt die maximale Anzahl von Pein zu Beginn des Kampfes. Und es wird einige Kenobis geben, der ist ja in sehr vielen Teams drin. Das gilt übrigens für jeden Kenobi, egal was für einer das ist. Während Maul 3 oder mehr Peinstapel hat, ist er immun gegen Betäubung und Fähigkeitenblockade. Das heißt also gleich schon zu Beginn des Kampfes. Während Maul sogar 5 Stapel Pein hat, ignoriert er sogar Verspottung. Aber er wird von gegnerischen Angriffen immer kritisch getroffen. Ihr kennt jetzt also sein Fähigkeiten-Kit. Wie gesagt, es gibt noch ein Video von mir zu den Entwicklereinblicken. Die schauen wir uns dann an in dem anderen Video, wenn ihr oben rechts in der Ecke auf das kleine i klickt und das Video auswählt. Da sehen wir dann, was die Entwickler dabei gedacht haben. Ich muss sagen, ich finde es sehr toll, dass wir diese Version von Maul bekommen haben, denn er ist ja definitiv kein Sith mehr. Ja, er hat den Darth-Titel abgelegt und er ist, wie gesagt, die Version von Clone Wars, in der er den Thron der Mandalorianer sich unter den Nagel gerissen hat, und ich finde das sehr schön. Ich habe mich mal mit dem guten Lord Medina über die Mandalorianer unterhalten, als ich wieder eingestiegen bin in Galaxy of Heroes, und habe gefragt, hey, sind die Mandalorianer denn jetzt viable als Fraktion? Und er sagte, naja, da fehlt noch ein bisschen was. Irgendwas scheint noch zu fehlen, irgendwas muss noch kommen. Und jetzt haben wir es hier. Maul klebt die Mandalorianer zusammen. Meiner Meinung nach ist es so, ich hätte gerne lieber ein reines Mandalorianer-Team, das 100% viable und stark ist. Ein Mandalorianer-Team, in dem auch wirklich ein Mandalorianer der Anführer ist. Und das wird doch mit Sicherheit noch kommen, denn wir wissen ja, die Serie Mandalorianer wird mit Sicherheit weitergehen und es wird noch mehr coole Mandalorianer geben, die vielleicht auch irgendwann mal Maul ablösen werden. Aber warum nicht? Warum nicht Maul als Anführer für die Mandalorianer aus dieser Zeit, als er sich den Thron der Mandalorianer auf den Nagel gerissen hat? Es fängt eben genau das ein, diesen opportunistischen Maul, der jetzt auf sich alleine gestellt ist und alles tut, was nötig ist, um zu überleben, um an Macht zu gelangen und sich an den Leuten zu rächen, die ihm angetan haben, was ihm passiert ist. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht, unter anderem auch die Mandalorianer als deren Anführer, als deren König zu unterwerfen. Finde ich eine ziemlich coole Idee, und das Kit von ihm scheint sehr stark zu sein, ich glaube schon, ganz besonders mit Lord Vader, die Synergie mit Lord Vader, die ja auch vorhanden sein soll, ganz besonders da denke ich mal, dass er schon viable sein könnte für Arenen oder eben auch ja für andere Spielmodi, also weiß nicht, was ist da noch, selbst nicht andere Spielmodi, ist gar keine Frage, dass er da viable ist. Man muss halt mal sehen, man sieht ja die Fähigkeiten hier, ne? Man kann aber nicht sehen, wie hoch die skalieren. Also, es klingt natürlich völlig overpowered, dass Maul 5-mal hintereinander wahren Schaden auf den Gegner macht, ihn mit Buff-Immunität belegt und dann noch 2 Runden die Abklingzeiten erhöht. All diese Dinge, das klingt natürlich völlig overpowered. Wie spielstark das dann letztendlich ist, hängt davon ab, wie hoch es skaliert und wie die Teams dann auch aussehen. Müssen wir uns anschauen. Ich muss aber sagen, ich persönlich freue mich riesig darauf, diesen Maul zu sehen, und ich möchte ihn unbedingt freischalten, denn Maul ist ein sehr, sehr schöner Charakter und ich kann euch nur empfehlen, Freunde, seid offen, habt eine offene Einstellung, seid, wie man ja so schön sagt, open-minded für das, was kommt. Maul ist einfach kein Sith mehr, er ist nicht mehr Darth Maul, er ist nur noch Maul. Und ich persönlich finde das gut so, ich finde das schön, das zeigt Charakterentwicklung und das macht den Charakter interessant für mich, meiner Meinung nach. Er kann eben die Fraktion unzugehöriger Machtnutzer kann er verstärken, er kann Lord Vader weiter verstärken und damit hat man schon mal 2 richtig coole Sith in einem Team, beziehungsweise richtig coole Machtnutzer in einem Team, und die Mandalorianer, das sind alles mega, mega coole Fraktionen, die endlich ordentlich Liebe bekommen. Beziehungsweise Charaktere, die endlich Liebe bekommen. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei weiteren Episoden, Update-Videos, Kit-Enthüllungen und was noch so Spannendes passiert auf meinem Kanal zu Star Wars Galaxy of Heroes. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein!